Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Paragonia. Wir müssen unbedingt für Hasenfleisch Sorge tragen. Das sollte machbar sein. Sonst kriegen wir hier die Kollegen nicht versorgt, da in diesem Außenposten. Und was ist wieder los? Das können eigentlich nur die Schemen sein, die da irgendwie... oh Gott, verlieren sogar die Ausrüstung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der Wachturm ist im Bau. So. Naja, das müsste hier unten irgendwo gewesen sein. Jetzt war ich wieder den. Genau. Kollegen da aus den Augen verloren. Ist das unser Gebiet? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da vorne war wild. Hier ist nichts. Hier war doch irgendwo blind. Ich meine, ja, aber so blind. Irgendwo hatte ich doch da irgendwelche Sachen rum existieren sehen. Frage ist, war das jetzt auf unserem Gebiet oder? Ach, hier war das. Okay. Ja, würde ich sagen. Das ist, sieht. Verlauf ist da ein bisschen anders, glaube ich. Ja, wir haben aber hier gibt es Wildschweine, hier gibt es Rehe. Aber ich sehe ja keine Hasen. Nur so ganz nebenbei bemerkt. Okay. Sind Hasen jetzt das Problem? Da hoppelt aber jemand rum. Hasenden? Hallo. Wildschweine. Da gibt es also hier gibt es auf jeden Fall Hasen. Hier sind Hasen anwesend. Dann würde ich, ich weiß, wir haben so ein Jagdhäuschen schon, aber ich würde trotzdem hier noch ein weiteres hinsetzen wollen. Ah, das ist cool. Das entsprechende Wild, was man jagen kann, wird angezeigt. Ah, das ist geil. Das ist sehr schön. Ja, hier sieht man ja, also hier gibt es halt hauptsächlich oder ausschließlich Rehe und Wildschweine. Und hier haben wir auch Koppeltiere. Das ist sehr schön. Gut. Ja. Würde ich gerne hier irgendwie eine Jagdhütte unterbringen, das irgendwie machbar ist. So. Wenn ich die denn angedockt bekomme, hier so wegetechnisch, das sieht ganz gut aus. So, machen wir. So, da geht's gar nicht. Interessant. Gut, dann machen wir das eben so. Right. Ja, nur aber. Wenn es anders nicht geht. Du, wir brauchen dann Jahresleute. Leute. Die sollen sich erstmal ausschließlich um Hasenfleisch kümmern. Das würde ich sehr begrüßen. Und das jagbare Getier existiert hier so rum. Dann sollen die sich auch da so in diesem Bereich aufhalten. Kleines Wohnhaus. Ich glaube nicht, dass das sammelbare Pflanze wurde entdeckt. Moment. Nicht unsere. Nee. Hier, oder dann der Nachbar. Toll. Wieso ist das weg? Wieso ist das jetzt nur für eine Sekunde da? Nee. Toll. Jetzt die Frage, wo haben die das entdeckt? Kann ja jetzt halt nur in einem Gebiet sein, wo wir gerade aktiv dabei sind, das aufzudecken. Das ist jetzt ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht. Okay.
manche Nachrichten, dass die dann irgendwie so wieder verschwinden. So halt, du hast jetzt 2 Sekunden Zeit zu klicken, ansonsten hast du verloren. So ungefähr. Draufgänger. Da bräuchte ich ein bisschen mehr. Ein Augenblick. Wir haben doch hier irgendwo. Warte, ich mache mir das hier ein bisschen einfacher. Wir hatten doch hier irgendwo noch eine Garnison mit so ein paar Rest drauf. Meine ich. Da sind 10, genau, die nehme ich. Einer war schon da, dann brauche ich nur noch 9. Der eine bleibt da. Der muss da die Fahne hochhalten. So. Egal. Okay. Ja, das ist natürlich mit der Sammelbahn. Keine Ahnung. Bisschen enttäuschend. Also jetzt rein von der Logik her, ne, wie gesagt, die kann ja eigentlich nur hier rum existieren. In dem Gebiet, das wir bis jetzt noch nicht aufgedeckt haben. Was wir gerade, wenn wir gerade dabei sind, das aufzudecken. So. Ja, keine Ahnung, hier ist nichts. Oh, Moment, hier unten, war ich da unten schon? Sehr, sehr seltsam. Aber immerhin, die Jungs und Mädels, die sind dabei, hier das Ganze entsprechend für uns hier zu gewinnen, aufzudecken. Und, das ist noch eine Frage der Zeit. 10 von 10! Jo, dann würde ich sagen, ne, ihr kennt das Prozedere ja schon. Dann machen wir mal weg. Erstmal kurz speichern. Sicher ist sicher. So, zurück zum Spiel. Ein Schem wurde, glaube ich, gerade schon erfolgreich niedergemetzelt. Dann würde ich sagen, hier. Moment, wo ist das Moped? Das ist da. Ich schicke die mal hier so in die Mitte. Und ihr kümmert euch mal so ganz gezielt hier um. Und dann gucken wir mal, was passiert. Schemen sind, also eine Grabstätte ist weg und die zweite auch supi gelaufen. So muss das sein. Ha, so lieb ich das, genau so. Ja, die haben ihre Geschichte hinter sich, die Schemen und die entsprechenden Angriffe sind hervorragend gelaufen. Ach, hier finde ich jetzt Himbeeren. Hier Schlawiner, hier. Folgendes. Die 10 weg, dafür hier 10 hin. Und ich würde sogar sagen, hier würde ich auf 15 gehen und dafür gehe ich hier auf 10. Und das sollte das machbar sein. Moment. Ihr kümmert euch mal. Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Alles klar. Ja, okay. Dann ist das so. Das war die Geschichte. Die sollen sich dann mal. So, Moment, Augenblick. Schicke ich die denn jetzt hin? Macht das Sinn? Erstmal ja, die sollen erstmal hier, ne, da, hier in die Richtung natürlich auch weiter, weil der Grenzverlauf ist ja hier noch nicht. Auch wenn das Land schon zu sehen ist, aber der Grenzverlauf ist noch nicht wirklich weiterentwickelt worden. Und jetzt haben wir da Diebe. Gar kein Problem, kriegen wir alles hin. Immer wieder im falschen Feld.
hatten einen kein Militärcamp. Auch hier die nächste Garnison. Ich bin jetzt voll im Garnisonsfieber. Ihr merkt das schon. Die setzen wir mal hier so hin. Das Moped. Da würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Immer so 25 Waldläufer. Kriegen wir die zusammen? Einen Augenblick. So. Sehr gut. Zwei Diebeslager. Ja. Die dürfen da ruhig noch rumexistieren. Kann ich die los? Moment, was unter allen? Ah ja, ach. Sollten dann hier so entsprechend die Dinge aufdecken. Habe ich das eigentlich hier schon gemacht? Ich glaube noch nicht. Da so, je nachdem. Ich weiß, ist Leben da gefährlich. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. So, ja. Alles eine Frage der Zeit. Aber ihr seht, es gibt immer noch die ein oder andere Geschichte, die man aufdecken muss. Es gibt auch immer noch die ein oder anderen Gegner, die hier so lustig rumexistieren und ihre Dinge tun. Wie sieht das hier mit Entdeckerposten aus? Da ist einer, der meldet schon, hör mal, ich habe hier nichts mehr zu tun. Gut, dass du mir das sagst. Dann kannst du nämlich weg. Und dann würde ich sagen, kurz entschlossen. Dann setze ich hier noch einen hin. Geht das nicht? Geht das auch nicht, aber da geht das. So. Wenn dann der da fertig ist, dann darf der sich gerne hier so umtun. Okay, dann haben wir das auch. Na, dann schauen wir mal. Waldgedingse, Läufer, hast du nicht gesehen? Da wollte ich doch gucken. Habe ich. Militärcamps, jede Menge. Da sind schon alleine 11 Waldläufer untergebracht. Hier sind es dann nochmal 12, oder sieht das schon mal nicht verkehrt aus. Und da sind es 8 noch mal zusammen. Die kriegen wir zusammen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. So, hier ist ein Wachturm. Da sagt auch der. Achso, da habe ich dann noch Soldaten untergebracht. Okay. Wie sieht es eigentlich hier mit Wohnungen aus? 50 freie Plätze. Sehr gut. Also das Häuschen ist fertig. Freut mich sehr. Und ich habe noch Kapazitäten frei. Das freut mich auch sehr. Wie sieht es hier mit der Jagdhütte aus? Da wird eifrig gejagt, hoffe ich. Die Jäger sind noch unterwegs. Die sind noch unterwegs. Ich habe keine Jagdbögen mehr. Das ist nicht gut. Wer ist hier für die Jagdbögen zuständig? Ein Augenblick. Finde ich die jetzt wieder? Ich glaube, ich muss bearbeiten. Ausrüstung und Ausbildung, Werkzeugschmiede. Ich sehe hier keine Bögen. Aber ich sehe hier eine Holzwerkstatt, die nichts zu tun hat. Und jetzt kommt Taverne. Da ist die Holzwerkstatt. Die tatsächlich nichts zu tun hat. Hier ist alles auf Null. Da machst du mal so 6 von den Teilen. Okay. Was habe ich da? Zimmerer. Ja, so. Moment mal. Zimmerer. Was brauchen die Zimmerer? Hier. Die brauchen Hämmer. Die brauchen.
Christian. Abenteuerwilde, nein. Werkzeugschmiede. Ah, da sind die Sachen noch in Produktion. Alles klar, wunderbar. Läuft. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Was sagt die Schatzkammer? Da sind... Boah, da machen wir mal hier noch die nächsten 16. So. Dann läuft das auch. Wie sieht's mit unserem Handelsposten aus? Der bekommt seine Waren, das ist auch cool. Sehr schön. Und wir kriegen Kohle. Besser als nichts. Ich bin ganz happy. Hier habe ich Wachen rum existieren, die wir nicht mehr benötigen. So, oben weg damit. Oha. Das geht ja schneller als gedacht. Achso, alles klar. Ja. Die sind am Limit angekommen, tatsächlich. Jo. Wow. Wenn das so ist, ist das so. Da ich dieses Gebiet. Moment mal, müsste ich das aufdecken? Gibt uns das was? Einfach damit was haben, aber ich glaube, eine reicht vollkommen, wenn ich hier einen so einen Dachturm hinsetze. Hier ist auch noch dieser kuriose Bazar. Okay, einen Moment. So, Wachturm. Und ganz klar, die dürfen sich dann hier so in diese Richtung begeben. Und den letzten Zipfel da auch noch aufdecken. Dann kann der weg. Oh, dieser ist Geschichte. Und ja, mit den Entdeckern hier kann man auch nichts mehr anfangen. Oh, beziehungsweise die können da nichts mehr machen. So. Der kuriose Bazar. Was ist mit dir? Irgendwie, Moment. Der ist wirklich kurios. Der braucht Fackeln und leichte Rüstung und Silberdegen. Kann der alles kriegen, nur... Wieso hat der keinen Anknüpfungspunkt? Hier kein Nipsel. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Jut. Ich mach da einfach mal so einen Weg hin. Ach hier, ach ich muss, ach ja. Ich fall da jedes Mal drauf rein. So, jetzt aber. Mei, eigentlich müsste ich so langsam. Müsste ich es wissen und beherrschen, aber ja. Anscheinend nicht. So, okay. Der braucht, was war da jetzt nochmal? Fackeln können wir herstellen. 41 Fackeln. 10 Silberdegen kriegen wir hin und leichte Rüstungen. 23. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken.
Moment. Fackeln. Da fackeln wir nicht lange. Wer bist du? Waffenschmiede. 10 Silberdegen. Kriegen wir hin. Der hat dort eh nichts zu tun, sehe ich. Doch, der hat was zu tun. Das sind 18 Teilen da beschäftigt. Aber er ist hier ohne irgendwelche Beschäftigung. Du machst da mal so Silberdegen. 10 Stück. Let's go. So, Fackeln. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie viel. Ich glaube, es waren nicht wenige. Holzwerkstatt? Fackeln? Jo. Mach da mal so 45, keine Ahnung. So, Fackeln, da war aber noch was. Irgendwas brauchte der noch. Silberdegen, Fackeln, da war aber nicht alles. Da war noch was anderes. Nee, das ist der Wachturm, da hilft uns nicht. 41 Fackeln, ja, da bin ich auch gar nichts. Ah, leichte Rüstungen, 23 leichte Rüstungen. Moment, das ist eine unserer leichtesten Tätigkeiten. Ich muss nur die Schneiderei finden, wenn ich das heute noch schaffen sollte. Schneiderei, 23 leichte Rüstungen, was da mal so 25 oder meinetwegen auch 30. Ich bin da sehr freigiebig. So, dann haben wir ein bisschen Reserve. Läuft doch. Oh, oh. Haben wir das auch? Mann. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wohl dann in der nächsten Folge wieder, hoffe ich. Ich bedanke mich natürlich erst einmal für euer Dabeisein bis hierhin. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Freut mich sehr, wenn ihr hier dabei seid und euch das alles antut, was ich hier so verzapfe. Ja, ich glaube, wir laufen auch so langsam so in Richtung so die letzten Aufgaben. Wir haben da noch also die beiden Misslager, die wir da wegräumen müssen. Die Geschichten hier von wegen mit den Lieferungen und so weiter, die da noch zu erledigen sind. Und dann sollten wir hier mit der Insel durch sein. Ob wir das in der letzten Folge noch schaffen werden, weiß ich nicht. Aktuell werden wir von Dieben angegriffen. Und die Holzwerkstatt sagt, sie ist mit ihren Produktionen da fertig, was auch immer da produziert wurde. Egal, werde ich mir anschauen. Aber wie gesagt, erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles, alles Gute. Nutzt und genießt die Zeit.